Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play der Hobbit. Der ersten Folge von dieser Woche in ganz normaler Länge. Beim letzten Mal, denn diesmal gibt es keine Ankündigungen, beim letzten Mal hatten wir, wie schon einmal in der Folge verrät, mit den Stadtenriesen zu tun. Und zwar in relativ nerviger Weise. Wir sind ein bisschen weitergekommen, wir haben eine Menge Silberpennies und Mu-Punkte gesammelt und auch mehrere Truhen. Aber die Steinriesen haben uns oft getötet, da sie Steine werfen. Ein paar Wölfe hatten wir außerdem als Gegner. Und wir hatten das erste Mal die Feuersteine. Steine mit einer, ja, ich sage jetzt mal, Feueraura, die man benutzen kann. Wir hatten leider die Gelegenheit bislang nicht, sie zu benutzen. Erstens, weil sie nur begrenzt gelten. Und zweitens gegen den Steinriesen. Und ja, wir sind mit den Steinriesen auch noch nicht durch. Wir haben sie immer noch als Gefahr für uns. Und schauen wir mal, wie es heute weitergeht. Also ich habe beim letzten Mal im Off nochmal geschaut. Drüben war nichts mehr außer Pilze. Aber für Pilze gehe ich nicht nochmal rüber. Weil das war mir echt zu gefährlich. Wir sind da echt gefühlt schon durchaus zu oft gestorben. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob wir heute vielleicht etwas weniger oft sterben können. Hier kommen die halt immer noch hin. Hier sind außerdem auch Pilze. Ich glaube, erst holen wir den gleichen Mutpunkt von da unten. Also da drüben waren wir vorher. Kann man die Steine hier erst noch sehen? Also wir sehen ja die Steine auf jeden Fall fliegen. Ja, ja, da sind sie. Da sieht man sie fleißig werfen. Wir waren da drüben, aber da gehen wir jetzt nicht nur wegen Pilzen zurück. Einmal mussten wir einen Heiltrank nehmen, das war ein bisschen doof. Diese Säule sieht wackelig aus. Vielleicht kann ich diese Steinriesen dazu bringen, mir eine Brücke zu bauen. Ja, okay, wir sollen also die Steinriesen nehmen, um eine Brücke zu bauen. Wie gesagt, wir sind hier nicht in Sicherheit. So, nur schnell da runter. Boah, das war knapp. Dann hier Pilze mitnehmen, Mutpunkt mitnehmen und dann bleibe ich hier bewusst kurz stehen, damit die Steinriesen uns die Brücke bauen können. Und danach müssen wir natürlich weglaufen. Na, wirf lieber Steinriesen, da ist er. Sehr schön, da ist die Brücke gebaut. Vielen Dank, Steinriesen. Auch wenn das eher unabsichtlich war. Und da drüben sehe ich schon Wölfe. Okay, das sind die nächsten Wölfe. Wir haben halt im Moment genug Steine. Ihr habt mir gerade die Flucht ermöglicht. Ja, die Flucht, wenn die Wölfe überleben. Das sind blaue Wölfe. Ich glaube, die sind neu. Können wir nochmal die Feuersteine uns holen? Aber erst will ich hier den Wolf loswerden. Das sind ganz coole Wölfe eigentlich vom Osten her. Blaue Wölfe. So. Da haben uns die Steinriesen jetzt nochmal eine Brücke gebaut. Da könnten wir hoch. Aber zuvor holen wir uns hier die ganzen Pilze ab. Hier ist was zerschlagen. Hier kann es wieder rüber gehen. Die Feuersteine hier hebe ich mir mal auf. Da könnte es hochgehen und da sehe ich aber auch oben was. Ja, wie beim letzten Mal, ich bin jetzt hier ein bisschen hetzig. Silberpennies, aua. Ja, man sieht auch warum ich hetzig bin. Pilze wieder mitnehmen und dann hier mal am Seil hoch. Wir wissen, am Seil sind wir relativ sicher. Ah, da oben ist nämlich eine Truhe. Das habe ich fast erwartet. Und ein paar Punkte. Okay. Geh erstmal zum Seil rüber. Damit wir den Mutpunkt haben und nicht vergessen. Also hier oben ist dann eine Höhle und da unten ist dann eine Höhle. Da drüben sind auch Pilze. Und darunter müssen wir noch. Okay. Das sieht ja machbar aus. Aber ja, die Steinriesen, die werfen halt sehr oft. Das sieht man auch hier jetzt. Okay, wir haben geknackt. Cool. Dann nach unten. Und schnell ausweichen. Da ist noch was zum Zerschlagen. Silberpennies. Das nächste gehe ich mal da runter. Ich heb mir jetzt... Ja, Feuerstände halten. Okay, ich... Oh, Wölfe. Okay, es sind normale Wölfe hier.
solche Feuerstein eigentlich hier benutzen, aber da muss man halt zielen, aua. Na, jetzt geht doch mal drauf. So. Die sind, der ist tot. Hier drin können es halt die Scheiße nicht treffen. Der ist auch tot, da drüben sicher weitere Wölfe. Ja, wir müssen die Feuersteine zu einem anderen Zeitpunkt verwenden. Ich trigger die Wölfe an. Okay, bisher waren es zwei. Jetzt haben wir nochmal zwei. Es ist cool, dass sie mit Stiche an Stichern und sich rankommen. Na, Wolf, ich will jetzt keine Steine ausgeben, weil die Feuersteine haben wir eh nicht mehr. Da sind nochmal zwei, ganz schön viele Wölfe hier. Ich glaube, es war gut, hier nicht gleich reinzurennen. Ich meine, mit Durchstich sterben die recht schnell, aber okay. Oh, scheiße, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Das sind ja locker 6-7 Wölfe hier. Okay, jetzt sind, glaube ich, alle tot. Und hier sind ganz viele... ich höre immer noch Wölfe, ganz viele Pilze. Da oben ist eine Truhe. Ah, ich glaube aber, da kommen wir von hier nicht dran. Okay, ansonsten ist hier oben noch eine Brücke. Sieht allerdings hier ein bisschen angekratzt aus, ehrlich gesagt. Ja gut, wir nehmen den Mutpunkt weg und die Pilze mit. Das ging jetzt mit den Wölfen. Ich hätte eigentlich gerne die Feuersteine ausprobiert, aber die sind echt nur sehr kurz da. Die müssen wir zu einem anderen Zeitpunkt testen. Okay, das haben wir. Das heißt, da geht es schon mal nicht lang, aber ich will natürlich noch hier runter schnell. Nein, und da sterben wir. Dabei, ich habe gerade selber Schuld, denn ich habe versehentlich einen Stichsprungangriff gemacht. Den Stichsprungangriff wollte ich natürlich gar nicht. Ich wollte eigentlich ans Seil hüpfen. Da war ich jetzt gerade tatsächlich selber schuld. Schade, schade. Leider erster Tod. Aber okay, das war jetzt nicht so schlimm. Na, jetzt hat. Diese Säule sieht wackelig aus. Vielleicht kann ich diese Steinriesen dazu bringen, mir eine Brücke zu bauen. Ja, das werden wir tun, Bilbo. Da kommt die Brücke schon. Wir überspringen schnell. Finde ich ganz cool mit den blauen Wölfen hier. Danke, Steinriesen. Ihr habt mir gerade die Flucht ermöglicht. So, blauer Wolf 1 tot. Die sind eindeutig größer als die anderen. Die halten auch mehr aus. Okay, da ist die zweite Brücke gebaut. Aber hier der Wolf muss natürlich noch sterben. Und da sind wir jetzt halt mal gestorben. Durch den Wurf eines Steinriesens. Ach man, es läuft irgendwie hier nicht so gut. Das missfällt mir. Diese Säule sieht wackelig aus. Vielleicht kann ich diese Steinriesen dazu bringen, mir eine Brücke zu bauen. Ja, vielleicht. Aber wo ist der... Ach, das ist ein guter Punkt. Ach man, Steinriesen. Geht doch mal weg. Ja, das war jetzt schwer nicht so geil hier. So, Heilung. Mutpunkt. Brücke gebaut. Danke, Steinriesen. Ihr habt mir gerade die Flucht ermöglicht. Ja, leider sterbe ich jetzt viel zu häufig hier. Ah, das ist so... Mann, wirklich, das ist so lästig mit den Steinriesen. Ich weiß schon, ich werde jetzt gerade wieder angepisster. Ja, wir werden heute leider genauso oft sterben wie beim letzten Mal. Das ist wirklich ätzend mit den Steinriesen hier. Diese Säule sieht wackelig aus. Vielleicht kann ich diese Steinriesen dazu bringen, mir eine Brücke zu bauen. Ja, aber du hast halt keine wirkliche Zeit, die... Ich mache hier kurz die Brücke. Du hast halt keine wirkliche Zeit... abzuwarten. Ja, genau, weil dann wirst du getroffen. Jetzt wäre ich schon fast wieder runtergefallen. Man sieht es hier schön. Ich kann nicht, habe nicht mal Zeit, die Kamera zu drehen, weil ich sofort von den Steinriesen angegriffen werde. So, ich hoffe, jetzt sterbe ich nicht mehr. Ich habe es vor am Anfang so gut gemacht und jetzt verkacke ich die ganze Zeit. Ihr habt mir gerade die Flucht ermöglicht.
Hahaha, ja, Bilbo. Mal sehen, ob die Wölfe das auch so sehen. Ach, fickt euch. Es geht doch, es kann doch nicht wahr sein. Wir haben vorher die Wölfe so gut gekillt. Was ist denn jetzt los? Die sind echt, also die blauen Wölfe, wie gesagt, eine Stärke, eine größer. Ja, leider ein paar des Fails. Vielleicht kann ich diese Steinriesen dazu bringen, mir eine Brücke zu bauen. Und jedes Mal verpasse ich jetzt diesen pinken Mutpunkt. Was? Wodurch sind wir jetzt runtergefallen? Wir haben doch den Mutpunkt bekommen. Wir müssten doch eigentlich auf dem Felsen gelandet sein. Er denkste. Boah, wirklich. Ich bin gerade ein bisschen angepisst. Das kann nicht wahr sein. Ich will doch jetzt nicht dauerhaft sterben. Ja, man ist hier halt, wie schon mal Spud gesagt, man ist hier halt zu hetzig wegen der Steinriesen. Diese Säule sieht wackelig aus. Vielleicht kann ich diese Steinriesen dazu bringen, mir eine Brücke zu bauen. Ja, Bilbo, haben wir schon jetzt kapiert. Ah, der war zu weit weg. Da werfen sie dann zu langsam. Ist ein bisschen nervig. So, sehr schön. Und die jetzt Konzentration. Es kann nicht sein, dass wir dauernd durch die Wölfe sterben. Ja, wie gesagt, hahaha. Mal sehen, ob die Steine, die Wölfe das auch so sehen, dass wir die Flucht haben. Ich teile mich hier kurz mit den Pilzen. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit sterben. Ja, voll daneben. Ich sehe nichts. Voll in den Stein gesprungen. Das sind echt große Wölfe. Meine Fresse. Okay, tot, cool. Feuersteine. Okay, die töten die Wölfe sofort. Man muss gar nicht zielen. Schnell heilen, schnell heilen, schnell heilen. Boah, das war jetzt gerade recht cool. Da haben wir jetzt gerade... Ich will zu Stich. Nein, zu Stich. Da haben wir jetzt gerade die Wölfe mit den Feuersteinen gekillt. Oh, stirb, Wolf. Okay, der ist tot. Die Steine nehmen wir jetzt mit. Da haben wir jetzt gerade eben die Steine, die Wölfe mit den Feuersteinen getötet. Da haben die einen One-Hit gehabt. Sind hier noch Wölfe drin? Glaube nicht. Doch, natürlich sind hier noch Wölfe drin. Okay, den Hammer. Und hier können wir uns voll heilen. Puh, ja leider jetzt so oft gestorben. Das war jetzt richtig ätzend. Ich hoffe, jetzt sterben wir nicht durch die Steinriesen nochmal. Weil jetzt gerade waren die blauen Wölfe so kacke. So, jetzt hier draußen. Hier können wir dann auch die Steine jetzt mitnehmen. Ich wollte jetzt die Feuersteine einfach mal ausprobieren. Dann haben wir die wieder voll. Da hoch können wir. Hier die Silberpennies nicht vergessen. Und hier oben war ja die Truhe. Die wollen wir auch nicht vergessen. Ich meine, vorne sind jetzt noch Pilze, aber jetzt gerade sind wir voll natürlich. Puh, ja die blauen Wölfe, die sind ganz schön gefährlich. Da hatte ich beim ersten Mal irgendwie Glück gefühlt. Weil jetzt danach, die Male waren jetzt natürlich nicht so geil. So, und das tat weh. Aua. Da haben sie jetzt gerade wehgetan, weil wir runtergefallen sind, statt zum Seil zu kommen. Okay, jetzt will ich hier hinkommen, diesmal hoffentlich ohne in den Tod zu springen. Natürlich springen wir nochmal in den Tod. Es ist so zum Kotzen. Natürlich hüpfen wir noch mal in den Tod. Meine Fresse. Ja, ihr seht schon, ich bin heute ein bisschen angespannt.
Das Problem ist halt, wir haben jetzt schon die Hälfte der Zeit verbraucht und haben noch nichts geschafft. Ja, bis zum nächsten Speicherpunkt will ich noch, das sage ich euch gleich. Bis zum nächsten Speicherpunkt will ich noch. Das kann doch nicht wahr sein. Diese Säule sieht wackelig aus. Vielleicht kann ich diese Steinriesen dazu bringen, mir eine Brücke zu bauen. Ich glaube, darüber muss man da mit einem Stab springen, tatsächlich. Scheint mir so. Ja, genau. Wir werden hier schon wieder von einem Felsen erwischt. Obwohl ich noch nicht mal auf der Brücke war. Danke, Steinriesen. Ihr habt mir gerade die Flucht ermöglicht. So, ein Wolf tot von den Blauen. Die Feuersteine. Da wurden wir jetzt gerade in der Animation noch getroffen. Auch sehr geil. So, Wolf tot. Jetzt probieren wir die Feuersteine nicht sofort nochmal aus. Ich habe das Gefühl, da muss man da drüber mit dem Stab springen. Wie gesagt, wenn die Steinriesen nicht wären, hätte man halt mehr Zeit und würde nicht solche Fehler machen, weil eigentlich sind es dumme Fehler, die uns zum Tod bringen. Und die würde ich nicht machen, wenn ich nicht so gestresst hier wäre. Also ich will zumindest einen Safe schaffen, das sage ich euch gleich. So, den haben wir. Ich würde hier gern zumindest einen Safe schaffen, weil... Ich hier auch wieder ans Seil zu kommen. Sehr gut, weil sonst verlieren wir Leben. Das muss nicht sein. So, hier drin wie vorher. Ich trigger die Wölfe einzeln an. Das war nicht beim ersten Versuch gar nicht so schlecht. Und hier können die uns auch nicht einkreisen. Da drin können sie uns wohl aber einkreisen. Aber hier haben die gar keine Möglichkeit, uns einzukreisen. Da können wir die sehr gut killen. Ich meine, sie machen uns ein bisschen Schaden. Aber nicht so besonders viel. Das kann man echt gut ausnutzen hier. Trotzdem, die Feuersteine, dass die instant killen, ist ziemlich cool. So, damit haben wir die. Ja, alle Wölfe tot. Das war jetzt gerade sehr gut. Dann greife ich jetzt zum Stock. Damit ich einen Stabsprung draußen machen kann. Da oben waren wir schon. Jetzt wollen wir die Scheine natürlich nicht. Okay, jetzt probieren wir es mit Stabsprung hier rüber. Ja, toll. Und wieder runter. Ich will nur an den scheiß Mutpunkt ran. Und ich komme einfach nicht dran. Zum Kotzen. Zum Kotzen. Ich werde jetzt die Folge nicht neu anfangen. Ich will jetzt die Folge so haben, wie sie ist. Ja, ihr seht schon. Die Steinriesen, die nerven. Hm, diese Säule sieht wackelig aus. Vielleicht kann ich diese Steinriesen dazu bringen, mir eine Brücke zu bauen. Ja, Bilbo, das hast du jetzt schon ein paar Mal die Entscheidung gefasst. Aber leider wollen die Steinriesen nicht so, wie ich will. Warum kommt jetzt hier kein Felsen? Sehr schön. Da beim ersten Mal kam jetzt irgendwie keiner. Ja, schon wieder getroffen. Ich habe überhaupt nichts falsch gemacht. Aua. Ich mache überhaupt nichts falsch und werde schon getroffen. Danke, Steinriesen. Ihr habt mir gerade die Flucht ermöglicht. Boah. Und diese blauen Wölfe hier sind echt unangenehm. Die sind echt unangenehm, muss ich einfach sagen. So, wo ist der Wolf? Also. Ach, der kommt gar nicht hierher. Ich töte ihn trotzdem. So, tot. Sehr gut. Jetzt hier oben das holen. Und nicht in den Tod hüpfen, wie wir gerade wieder schon wieder fast passiert wäre. Boah, ich hoffe, die nächste Folge läuft mit weniger Akkus, weil gerade die Steinriesen, die nerven mich halt total. Die Wölfe sind auch lästig, aber sind machbar. Warum haben wir jetzt Schaden bekommen? Kann mir jemand erklären, warum wir jetzt Schaden bekommen haben? Hat uns ein Stein unter dem Felsen getroffen? Wollt ihr mir das erzählen, liebe Entwickler?
Ach ja, die Steinriesen, Alter. Ja, es nervt einfach. Man weiß nie genau, wo die Steine kommen. Also von meinem Gefühl kommen die auch viel zu häufig. Ja, jetzt habe ich hier auch wieder Schaden bekommen. Es ist so toll. So, die machen jetzt die Wölfe. Wie gesagt, wenn man hier hingeht, dann kann man die gut hintereinander machen. Das haben wir zwei festgestellt. Nicht zu weit in die Höhle. Da kommt schon der erste wölfische Kunde heute. Weil hier, die haben hier keinen Platz, die Wölfe. Das kann man echt sehr gut nutzen. Und sie dann killen. Das sind Mutpunkte für Lau quasi. So, ich weiß, dass es noch mehr waren. Das waren, die sind hier 5 oder 6. Wir können ja mal zählen. 22, da ist nochmal 3. Ja, toll, Bilbo. Toll, dass du ihn verfehlt. So, das war jetzt Wolf 3. Da vorne ist auf jeden Fall ein Vierter. 5. 6. Das sind 6 Wölfe. Oh, kill den Wolf doch ab, Bilbo. Ist nicht so schwer. So, 2 Wölfe sind jetzt hier noch drin. Na? Da waren es nur noch einer. Es ist gut, dass hier rein die Steinriesen nicht werfen können. So, tot. Wir heilen uns kurz. Ich will halt darüber, weil wir wollen alle Mutpunkte haben. Deswegen will ich darüber. Hier sind noch ein paar Pilze drin, falls wir sie brauchen. Sonst wäre mir das wurscht. Die Feuersteine hier lasse ich jetzt liegen, weil die bleiben eh nur so kurz. Sonst könnten wir jetzt hier weitergehen. Aber ich will darüber. Ich werde Mutpunkte haben. Puh, geschafft. Boah, endlich mal. Das war jetzt locker der dritte oder vierte Versuch für den Schallsprung. So, und jetzt hoffentlich rüberkommen. Ja, puh, Glück gehabt. Okay, jetzt nach oben. So, hier gleich wieder in die Höhle rein. Ich glaube, wir sind hier auf der Oberseite. Ich hoffe jetzt sehr, dass wir hier nichts vergessen haben. Wir können nochmal kurz schauen. Ich will sicher gehen, dass wir nichts vergessen haben. Also hier unten haben wir alles, hier drüben haben wir die beiden Sachen zerstört, die Feuersteine und die normalen Steine liegen halt hier noch rum, die lasse ich liegen. Da unten hatten wir alles, hier in der Höhle sind halt noch Pilze, 3 Stück, die lassen wir aber auch liegen. Ich denke, wir haben hier alles. Okay, cool. Wie oft bin ich jetzt gestorben? Also mindestens 5-mal. Tut mir echt leid, Freunde. Aua. Aber okay, wir können uns hier wieder heilen, nicht so schlimm. Ich hoffe, das war's jetzt mit den Steinriesen, weil die sind wirklich nervig. Die sind wirklich nervig. Okay, jetzt sind wir hier oben. Genau, hier ist die Brücke. Da drüben ist die Truhe, aber ich glaube, von hier kommen wir an die nicht. Ich wette, da die unten brüchig aussah, dass wir da rüber müssen. Natürlich haben wir es nicht geschafft. Irgendwie habe ich das erwartet, dass es zusammenbricht, aber leider, ich hoffe, wir kommen von oben nochmal hin. Weil sonst müssten wir neu laden, Bilbo. Bitte auf die Brücke, wie ein normaler Hobbit. Kurz die Kamera ausrichten, ausweichen. Es ist ganz toll, dass man hier nicht ausweichen kann, weil man halt die Kamera ausrichten muss. So, ich hoffe, wir kommen jetzt da rüber. Ja, kommen wir. Sehr gut. Puh. Da drüben ist übrigens ein Safe-Punkt. Ja, wisst ihr was? Dann hole ich mir jetzt hier noch die Pilze. Jetzt bin ich bewusst runtergesprungen. Damit wir uns voll heilen können. Aber die Feuersteine zumindest einmal ausprobiert. So schlecht waren die wirklich nicht. So, wieder rein und dann wieder rüber. Jetzt haben wir voll geheilt und sind ein Level, ein Speicherpunkt weiter. Gut, gut, gut. Ganz schön ätzender Abschnitt hier.
So, rüber und dann speichern. Ich hoffe, dass wir an diese Truhe hier noch kommen. Aber ich glaube, wie gesagt, von hier kommen wir da nicht dran. Dann speichern. Ganz dringend speichern, bevor ich irgendwo hingehe. Wir haben jetzt locker die Dreiviertel der Zeit hier verschwendet. Das war jetzt schon ätzend. Muss ich sagen. Ich meine, die neuen blauen Wölfe vom Aussehen her fand ich die sehr cool. Von der Stärke waren die jetzt schon krass. Jetzt schaue ich kurz. Ja, 5 Minuten noch. Ich gucke noch kurz, wie es weitergeht, damit wir es beim nächsten Mal wissen. Ach, hier wären auch Pilze gewesen. Ja, okay, das wusste ich nicht. Ich schaue jetzt noch kurz, wie es hier weitergeht. Hier nehme ich jetzt mal wieder Stich zur Hand. Erstmal. Wir wollen hier die Mutpunkte nicht vergessen. Und da kommen die nächsten Wölfe. Übrigens, natürlich sind wir noch nicht fertig. Blaue Wölfe wieder. Hier kann man den jetzt schön sehen. So, beide tot. Weiterlaufen. Wir heilen uns hier. Der Boden sieht gefährlich dünn aus. Ah, der Boden ist gefährlich dünn. Okay, also hier kurz nochmal die Höhle zurück. Also hier kann man dann einbrechen. Hier muss man wahrscheinlich dann nochmal die Steinriesen machen lassen. Okay. Ja, voll in den Stein gelaufen. Da war ich aber selber schuld. Noch irgendwo eine Höhle oder so. Okay, da sind wir jetzt runtergebrochen. Das Problem ist wieder mal die Nichtorientierung. Wo ist denn der Boden jetzt eingebrochen? Das wüsste ich gerne. Hier. Okay, ich schaue noch kurz hier hoch. Ja, wenn ich könnte, wenn ich schon wieder... Ja, dachte ich mir nämlich, weil hier ein Mutpunkt ist. Wenn ich könnte, wenn ich schon wieder hier die Riesen Spaß hätten und mich schmeißen würden. Heilung. Sonst noch irgendwas hier? Hier nochmal Heilung. Ich glaube, es ist im nächsten Safe, mache ich nochmal. Ich glaube, sonst ist hier nichts. Ich gehe mal weiter. Ich will mal gucken, wo es hier weitergeht. Oh, eine ganz schöne Musikwechsel. Was? Wir können uns hier immer noch treffen? Oh, kleine Ninja-Männer hier. Na toll. Ihr mir ja gar noch gefehlt. Kleine Ninja-Männer, die kennen wir ja schon vom letzten Level. Alle tot. Das waren jetzt 4 Stück. Ja gut, hier können wir uns heilen und dann können wir da weitergehen. Ein Safe mache ich noch, habe ich jetzt beschlossen. Ich hoffe, dass wir oben nichts übersehen haben. Ich glaube nicht. Ich will mal gucken, kann man theoretisch nochmal hoch. Ich glaube nicht. Ja, dann gehe ich mal nicht. Oder wie viel Zeit haben wir denn noch? Nee, wir müssen jetzt aufhören. Wir müssen jetzt aufhören. Ich gehe jetzt mal nicht weiter. Obwohl. Nee, ich gehe jetzt nicht weiter. Ich höre jetzt hier auf. Also, man muss dann runter in den Boden und da sind dann wieder die kleinen Ninja-Männer, wie wir gesehen haben. Ansonsten hatten wir jetzt 7 von 27 Truhen. Eine von 20 Quests, 830 von 2200 Punkten und 320 von 1100 Silberpennies. Also wir sind gar nicht so schlecht dabei. Aber ja, leider war das jetzt nicht die beste Folge. Hier höre ich jetzt auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir müssen halt beim nächsten Mal dann oben nochmal die blauen Wölfe töten und hier unten die Ninja-Männer.
Weil, wie gesagt, ich wollte jetzt nicht weitergehen. Leider halt oft gestorben. Echt ätzend. Das waren jetzt, glaube ich, 5-6 Tode. Aber es ging halt nicht anders, ne? Ihr habt ja gesehen, wie nervig die Steinriesen geworfen haben mit den Wölfen zusammen. Die Feuersteine, die wir kurz ausprobiert hatten, waren cool. Ich habe jetzt bewusst beim letzten Versuch liegen lassen, weil die bleiben ja eh nur begrenzt. Und ja, ganz ehrlich, hier hatten wir jetzt einfach nicht die Zeit, die in Ruhe einzusetzen. Aber cool auch, dass man gar nicht zielen muss, um zu treffen. Ich dachte immer, man muss zielen. Naja gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz meinem Genervtsein. Wenn ihr noch was gesehen habt, was ich vielleicht übersehen habe, dann bitte ab in die Kommentare. Und genau, wir sehen uns dann, wenn ihr möchtet, bei den drei anderen Folgen diese Woche und nächste Woche wieder, wenn wir hier hoffentlich voranschreiten und mehr schaffen als einen Safe. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.